Wissenschaft und Spiritualität ist eine echte Kunst, das Leben und die Schöpfung zu erkennen. Darin liegt ja auch der Schlüssel zur Befreiung des Bewusstseins. Und darum, lieber Dieter, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Oh, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ja, sehr gerne. Danke dafür. Du bist ja Biophysiker, Forscher, Bestsellerautor, Naturwissenschaftler und Philosoph und baust Brücken von der unsichtbaren zur sichtbaren Welt. Bei dir bekommt man echte Informationsmedizin fürs Bewusstsein. Und darum nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Dieter Bröers, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Ja, herzlich willkommen auch von mir, lieber Dieter. Heute wollen wir uns das Weltgeschehen mal aus der Metaebene anschauen gemeinsam und uns auf Adlerschwingen in hohe Lüfte begeben, von oben mal drauf schauen. Und ich würde gerne was aufgreifen, was du kürzlich gesagt hast, und zwar, dass wir uns momentan an einem Scheidepunkt befinden, dass wir sozusagen mit einem Fuß auf der einen Zeitlinie stehen, wo möglicherweise es in eine ungute Richtung geht, und mit dem anderen Fuß stehen wir auf einer Zeitlinie, wo es in eine positive Richtung geht für die Menschheit, und dass es jetzt an uns liegt, wo wir den Fuß wegziehen. Mhm. Und meine Frage an der Stelle ist, was können wir denn tun, um mit beiden Beinen fest uns auf der richtigen Zeitlinie zu verankern, wo es in eine positive Richtung geht für uns Menschen? Ja, danke ganz herzlich für die Frage. Ich glaube, im Moment die Frage überhaupt, gerade wenn man sich die Metaebene anschaut und von der Metaebene eben nicht nur die Details betrachtet, sondern eben das große Ganze. Das bedeutet es ja. Aber ich möchte eine kleine Klammer noch setzen. Ich bin ja nicht nur das, was du gerade aufgezählt hast, Biophysiker, Buchautor, was auch immer alles, sondern in erster Linie ein Mensch. Und der Mensch kümmert sich um diese Dinge. Das sind also meine Werkzeuge. Ich sehe also auch die Wissenschaft wirklich als ein Werkzeug, um bestimmte Dinge auszudrücken, die speziell im abendländischen Kulturkreis mehr Gehör finden, die Wissenschaft als neue Religion. Die Leute laufen überwiegend noch unter dem Motto, ich glaube nur das, was ich sehen und anfassen kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kam mit meinen eigentlichen Visionen überhaupt nicht durch, die mit Sicherheit genauso wertvoll sind, als wenn ich sie jetzt als Wissenschaftler tue. Aber ich habe die Wissenschaft genommen, die Naturwissenschaft genommen, um Gehör zu finden, um sozusagen beweisführend, so heißt es ja heute, beweisführend anzutreten und zu unterstreichen, zu unterstützen, klarzumachen, was da eigentlich gerade passiert. Was Materie ist, was Geist ist, das bleibt ja irgendwo so philosophisch im Subjektiven hängen, und daran hapert es dann auch im Verständnis von dem, was wirklich auch die Seele zum Beispiel ist, das Elementarste, Wichtigste überhaupt und so weiter. Also das nur zur Korrektur nochmal, oder Ergänzung, nicht Korrektur. Also ich versuche immer wieder, deswegen erwähne ich das, als Mensch hier in Erscheinung zu treten, auch gerade heute wieder besonders. Also der Mensch tritt ja immer im Vordergrund und bediene mich dann der Werkzeuge. Und insofern ist das jetzt, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, auch genau die Geschichte. Man erfährt ja im Internet und nicht nur dort sehr viel schon von Erde 1 und 2. Darüber habe ich seit anderthalb Jahren, glaube ich, schon gehört. Und ich könnte jetzt auch ein paar Namen nennen. Aber ich bin der Sache im Grunde genommen, ich habe das nochmal recherchiert auf meinen alten Festplatten. Seit jetzt ganz genau 24 oder 25 Jahren, sagen wir 24 Jahren dabei, genau das zu beobachten. Dieses ganze Multiweltmodell, wie es von Everett damals ins Leben gerufen wurde, dass es nicht nur ein Universum gibt und auch Parallelwelten gibt und so weiter, das hat mich natürlich sehr fasziniert und gibt jetzt auch ein Fundament, um da auch auf die Frage zu antworten, was jetzt gerade passiert. Also durch die Ereignisse der letzten 20, 25 Jahre ungefähr, seitdem ich im Grunde genommen mich schwerpunktmäßig genau damit auseinandersetze, ja, was passiert gerade mit dem Kosmos, was passiert mit uns, welche Strahlen wirken auf uns ein, welche Felder wirken auf uns ein und so weiter. Wie sind unsere Stimmungs- und Bewusstseinslagen daran gekoppelt? Und daran habe ich eindeutig festgestellt, man spricht von einer Herleitung, dass wir tatsächlich einen Zeitsprung machen. Das heißt, wir sind wirklich in einem Zeitsprung, den es schon öfter gegeben hat übrigens. Und da möchte ich später, das werden wir heute gar nicht hinkriegen, nochmal tiefer drauf eingehen. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, ist das ein unfassbar wichtiges Thema, das kaum besprochen wurde. Wenn man sich das so anhört, auf den ersten Blick, so unter dem Motto, ja, Erde 1 und 2, das ist doch Wunschdenken. Ich glaube doch schon lange nicht mehr an den Weihnachtsmann, und der Osterhase ist auch nicht mehr da, was das mal war. Also, aber das ist ja das,
wo mir jetzt die Wissenschaft wirklich hilfreich auch zur Seite gestellt wird, dass ich sagen kann, das mögt ihr ja nur glauben oder nicht. A, ihr spürt es, ja, die Ereignisdichte wird größer, die Ereignisqualität wird größer, die Quantität und die Qualität bedauerlicherweise auch. Die Zeit läuft immer schneller in der subjektiven Wahrnehmung, aber auch in der faktischen Darstellung. Also, dass wirklich Uhren, auch die Atomuhren, immer schneller nachgestellt werden müssen. Unfassbar, wissen auch nicht viele. Das heißt, wo geht das hin? Das sind alles Indikatoren, ich bringe hier nur die wesentlichsten im Moment rein, die eindeutig festlegen oder darstellen, dass wir uns wirklich in der Phase eines Zeitsprungs befinden. Sozusagen die zwei Timelines oder zwei Zeitlinien auseinandergehen. Und in der Latenz sind die schon lange angelegt. Sozusagen ein Raum ist schon da für uns, der erst belegt wird durch uns. Ja, also uns wird dann nichts präsentiert und dem Motto, damit sollt ihr euch jetzt gefälligst zufrieden geben. Ja, das ist jetzt euer neuer Garten, an dem ihr jetzt euch Herz und Geist anlegen könnt. Sondern hier werden wir selbst gefragt, gefordert, dass wir es sind, letztlich die bestimmen, was in diesem leeren Raum, der ist aber schon so leer gar nicht mehr übrigens, aber da komme ich wahrscheinlich später nochmal drauf, dass wir diesen Raum auch über das Herz wertschätzen. Also die größte Gefahr ist im Grunde genommen die, dass wir die alten Muster wieder übernehmen, die Altlasten übernehmen, ja, und damit die neue Welt kontaminieren. Ganz wichtig. Ich bringe an der Stelle ein Beispiel von Aldous Huxley, der in seinem letzten Buch geschrieben hat, Island. Ein sehr weises Buch übrigens, auch Pforten der Wahrnehmung, sein, glaube ich, erstes Buch. Aber im Island hat er genau das Szenario beschrieben, an dem wir uns eigentlich jetzt befinden. Er sagte, und das fasse ich kurz zusammen, die Welt ist mal wieder untergegangen. Hat es also schon ein paar Mal gegeben. Das haben die Leute, die dort überlebt haben, das waren um die 100, festgestellt. Und die Weisen, der Weisenrat der Überlebenden, haben sich auf einer kleinen Insel getroffen und haben überlegt, was sie jetzt machen. Weil sie haben ja überlebt. Die Erde war da, sie war frei, sie ist gereinigt worden und sie würden wieder von vorne anfangen. Und da kam Folgendes raus. Und sie sagt, also wir erkennen, dass es schon oft passiert ist. Die Welt ist aufgegangen, wieder untergegangen und letztlich haben wir es immer verbockt. Ja, also ich mache es mal sehr trivial jetzt. Also es lag an uns letztlich. Da waren nicht die bösen Dämonen oder Geister dabei, sondern wir haben es selber irgendwo entweder nicht gewertschätzt, wie auch immer. Also was machen wir da? Und sie haben festgestellt, sie vergessen zu schnell. Das große Vergessen. Es wird wieder zu schnell in die Alltäglichkeit übertragen, in der Alltagsgewohnheit und dann vergessen wir. Das wussten sie und sie haben folgenden Trick angewandt. Sie haben ihre Vögel, die es da gab, so große Pfauen, ja, die haben sie dressiert und haben gesagt, jedes Mal, wenn ihr jetzt einen Rad schlagt und euren V-Ton ausschreit, dann schreit nicht in der Form wie bisher, sondern schreit jedes Mal, gib Acht. Und dem Motto, nicht vergessen, sozusagen die Erinnerung daran. Ich finde es sehr schön, ja, dieses nicht vergessen. Und das ist etwas, was ich damit in Verbindung bringen, mit der Routine des Alltags, der wird zu schnell verfallen. Und wenn wir es lernen jetzt, und das, da sind wir aufgefordert, nicht irgendwann, sondern jetzt. Dafür ist die Krise für mich auch da aus der Metaebene. Krise als Chance, dass es jetzt wirklich ins Eingemachte geht. Wo wir uns im Klaren darüber werden müssen, was passiert gerade und nicht im Detail verlieren und dem Motto, da habe ich jetzt vielleicht keine Arbeit mehr, mein Verdienstausfall, ich kann die Miete nicht mehr zahlen. Da gibt es ja tausend Gründe gerade, mehr als je zuvor. Zu dem Klima, was ja alles vorher schon da war. Ja? Also das ist ja alles auch da. Kommt das jetzt noch hinzu? Also die große Herausforderung wird für uns sein, sich genau im Klaren darüber zu sein, dass das die größte Chance ist, die wir hier hatten, um uns selber im Klaren darüber zu sein, was ist passiert. Wir sind mitverantwortlich dafür, indem wir es zum Beispiel auch nur geduldet haben oder zugelassen haben. Aber wir werden hier nicht abgestraft. Das liegt an jedem selber, ob er Strafe erfahren möchte. Aber wir haben die Chance, durch eine Erkenntnis dessen, dass wir göttliche Wesen sind. Und über diese Göttlichkeit, so, da könnte ich nachher noch was sagen, wie man das erkennt, wann nun gerade was göttlich ist. Eigentlich ist ja alles göttlich. Ja, aber da gibt es natürlich ein paar Dinge, wo man das festmachen kann, erklären, erfahren kann, in dem Moment aus der Freude heraus, das ist so ein Indikator, wenn es die echte Freude ist, die mit einer leichten Ekstase verbunden ist, ist das ja für mich Liebe in Aktion. Aus dieser Freude heraus sich vorzustellen und Gedanken darüber zu machen, wie stelle ich mir meine ideale Welt vor? Ja, das Ganze ist jetzt im Grunde genommen kosmisch orchestriert.
dass die Dinge, die im Außen auf uns einwirken, die kosmischen Strahlen, die von der Sonne auch kommen, was die Schumann-Frequenz betrifft, warum das Erdmagnetfeld abnimmt und so weiter. Da ist es mir sehr hilfreich, dass ich mit vielen Kollegen, die noch an Universitäten arbeiten, einige haben Jahrzehnte daran gearbeitet, in diesen Bereichen. Und so stimme ich mich fast täglich mit den Kollegen ab aus 5 verschiedenen Ländern, 6, na sagen wir 5 verschiedenen Ländern, und habe da einen Stand, wo ich jetzt einen Fundus habe, um euch die Essenzen zu vermitteln, was da jetzt gerade passiert. Und dieses, ich wiederhole das nochmal, dieses kosmisch orchestrierte Ereignis, mir fällt da nichts Besseres zu ein, ist ein Gottesgeschenk, was wir nutzen sollten. Ja, da freuen wir uns natürlich sehr, diese Essenzen zu hören, weil es ist ja auch so, dass hier auf unserer 3D-Ebene ja im Endeffekt die Dinge erst am Schluss sichtbar werden. Das heißt, auf den anderen Ebenen ist es ja im Endeffekt schon gelaufen. Kann man das so sagen? Ja, unser Verständnis von Zeit ist ja ohnehin was sehr Subjektives. Wir kennen die Relativität von Zeit in der Wahrnehmung schon, wenn wir verliebt sind oder als Kinder uns auch erinnern und wir eigentlich eine Stunde später, meinetwegen zu einer bestimmten Zeit, wäre eine Stunde später zu Hause sein sollten, kriegen wir das gar nicht mit, weil die so schnell vergeht. Und dann gibt es natürlich das Gegenteil, wenn wir auf dem Zahnarztstuhl sitzen und da gerade an uns rumgebohrt wird, dann vergehen wir unter Sekunden kaum. Ja, also alleine das schon. Ja. Und insofern geht es sogar noch einen Schritt weiter. Zeit ist eigentlich immer an Ereignisse gebunden. Also wenn sich viele Dinge ereignen, dann haben wir natürlich auch eine andere Ereignisdichte, von der ich gerade gesagt habe. Und dann empfinden wir die Zeit auch anders. Und das sind die Indikatoren dafür, dass gerade so eins, dass wir mitten im Split sind, Erde 1 und 2. Auf der Erde 1 ist schon einiges da, ganz weil sie ist faktisch da, okay? Nur in einer anderen Zeitlinie. Und hier auf Erde, ich meine Erde 2, ich hoffe, ich habe mich gerade nicht versprochen. Auf Erde 1 sieht das natürlich noch so aus, wie wir es jetzt sehen. Da gibt es viele Anomalien, gerade dass Leute schon auf Erde 1 sind und auf Erde 2 mit einem Bein und andere sind schon fast 2/3 auf Erde 2 und kaum noch auf Erde 1. Das sind oft diejenigen, die sagen, komisch, wenn ich jetzt genau in dieses Krankenhaus gehe, wo ich gerade erfahren habe durch die Medien, da sind so und so viele Tote oder wie auch immer, verletzte, geschädigte Menschen, wir finden die gar nicht. Wir gehen da hin und fragen, könnt wir irgendwie helfen, wir haben hier überhaupt kein Problem. Das gibt es tatsächlich, diese Aussagen. Ich überprüfe das zwar nicht, aber ich kenne das Problem, das Phänomen eigentlich auf verschiedenen Ebenen gerade. Dass ich auch Dinge sehe, die sehen andere gerade schon gar nicht mehr. Es gibt aber den Point of No Return. Ja. Ja, letztlich hat sich unser höheres Selbst schon lange entschieden, für welche Erde wir uns da entscheiden. Es gibt eine Menge, die festhalten wollen. Wenn ihr den Film Solar Revolution von mir gesehen habt, als Dokumentarfilm, habe ich die Historikerin Blake noch zu Wort kommen lassen. Die englische Professorin, die Psychologin da sagte, die Menschen halten fest an ihren alten Konzepten. Sie wollen nicht gehen, sie wollen, dass es so bleibt. Und ich meine, jetzt erkennen wir die Welt nach Corona, nach dieser Phase hier. Ist ja nicht Corona alleine, da ist ja noch viel, viel, viel mehr dahinter. Das spüren wir alle. Die Welt wird nicht mehr so sein, Erde 1, wie sie vorher war. Nie mehr. Das sagst du ja auch immer wieder, dass Bewusstsein Realität erschafft und jetzt versteht es immer mehr, da fühlt es immer mehr, dass eben diese Räume, von denen du vorher auch gesprochen hast, ja, mit denen wir mit unserer Herzenergie, mit unserer Schöpfungsenergie, mit unserer Göttlichkeit aus uns heraus, dass wir diesen Raum einfach eben mitgestalten dürfen als Mensch, der jetzt hier ist. Und letztendlich, wenn wir nicht festhalten, so versteht es, wie du es erzählst, so wenn wir nicht festhalten und uns einfach hingeben, dann fühlt sich der Raum automatisch mit der guten Energie, dass wir quasi in der Wahrnehmung auf Erde 2 uns befinden und Erde 1 einfach zwar noch vorhanden ist, aber immer mehr in den Hintergrund tritt bei mir im Einzelnen, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Schaut, ich möchte da noch mal ein bisschen tiefer eingehen, damit möglichst alle von den Zuschauern, Zuhörern ein Verständnis dafür bekommen, wie wahrhaftig das wirklich ist. Ich habe das Wort gerade gesucht dafür. Ich will nicht sagen, wie ernst, sondern wie wahrhaftig es wirklich ist, das Thema mit den Multiwelten und diesem Splitting der beiden Timelines. Timelines 1 ist Erde 1, Timelines 2 wäre jetzt die Erde 2. Ich habe von zwei meiner Kollegen aus Russland, das wäre einmal Professor Trofimov und einen anderen, den möchte ich jetzt mal nicht nennen, weil er legt Wert darauf, nicht genannt zu werden, weil er ist noch im wissenschaftlichen Betriebe oder Betriebe eingebunden.
als Professor und deswegen lasse ich das mal. Ich habe aber die Unterlagen bekommen und auch ein paar Grafiken, die sehr beeindruckend sind, Berechnungen, die offensichtlich einige Leute wissen, wahrscheinlich sogar auch Regierungsvertreter oder Regierungsvertreter, sage ich es mal so. Die wissen da offensichtlich von, in welchen Ebenen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber von dem Fakt, dass wir auch schon in den letzten, also seit 1908, glaube ich, oder 1910, hat es schon 2 oder 3 Teilbahnsprünge gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Also mich hat's gerissen, als ich das gesehen und selber nochmal überprüfen konnte, mit genauen Daten und wo man sich dann über die Revue passierend nochmal die Geschichte anschaut, was da war, welche Krisen da waren und wieso bestimmte Dinge einfach, die hätten passieren müssen, nicht passiert sind. Also ich nehme ein Beispiel, weil es ist etwas, was schon in den neuzeitlichen Bereich gehört. Ich kann euch nicht genau sagen, das ist ungefähr vor 20 Jahren gewesen. Ich würde das aber nochmal nachreichen, weil ich möchte explizit nur darüber nochmal so eine Art Webinar geben, weil das ist zu wichtig, dass ich es zeigen kann. Ja, aber ich beschreibe jetzt mal dieses Szenario als ein Beispiel. Es gab vor ungefähr 6 oder 7 Jahren eine Sendung Discovery Channel, ich glaube, wir kennen sie alle, eine US-amerikanische Dokumentation über die Solaraktivitäten. Ja, die Sonnenaktivitäten und die Flares. Und dass die Regierungen dafür Angst haben, dass es mal einen großen Flare gibt, wie wir ihn ja schon mal hatten, ja, im Carrington-Jahr und durch das Carrington-Ereignis. Also da hat es eine Menge Probleme gegeben, dass die Stromnetze ausgefallen sind. Telegrafenleitungen gab es ja damals schon. Wenn das heute passiert, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Das können wir uns vorstellen. Also das ist natürlich ein Grund gewesen, warum sehr viele Regierungen sehr viel Aufwand betreiben, um sich die Sonne genau anzuschauen. Haben für ein paar Milliarden bestimmte Satelliten hingeschickt, ja, Soho und LASCO 1 und 2, Stereo und so weiter. Und das beobachte ich seit 1995. Im Dezember 1995 startete dieses Soho-Projekt, dass die Bilder offiziell freigeschaltet wurden für die Öffentlichkeit. Dass die später auch recherchiert wurden oder und nicht recherchiert, aber retuschiert wurden, kann ich zigfach beweisen, ja, dass in der gleichen Minute auf einmal 2 völlig andere Bilder entstanden, die ich vorher gescreenshottet habe sozusagen und die sie dann nach einer Stunde freigegeben haben. Ja, also da wird schon ein bisschen verheimlicht, dass wir bestimmte Dinge gar nicht sehen wollen. Was ich hier sagen wollte ist, dass das Discovery Channel aufgegriffen hat, das Thema, und berichtete klar, dass es nicht fiktiv nachgestellt gewesen, sondern über einen Fakt, von dem wir in den Medien gar nichts gehört haben. Ich jedenfalls nicht und ich bin eigentlich Profi auf dem Gebiet. Es gab ein Mega-Flare, der mit der entsprechenden Intensität, man spricht davon mehrere Millionen Kilometer pro Stunde und das ist richtig schnell, wie man sich vorstellen kann. Die Sonne ist ja nur 150 Millionen Kilometer entfernt von uns. Mit der richtigen Intensität und dem richtigen Pol, also die Polarisation ist auch wichtig. Also mit anderen Worten, er hätte die halbe Erde, die uns getroffen hätte, erstmal in den Blackout geführt. Also Stromausfälle über Jahre, das weiß man. Okay, zumindest über 2 Jahre. Und den Schaden möchte man gar nicht hochrechnen. Der NASA-Sprecher hat selber gehabt, wir hätten immer noch die Picking of the Pieces, also die Steine aufgesammelt, so, die entstanden wären davor. Also gut, eine Katastrophe, die man nicht möchte. Und es gab diese Warnung, eine Frühwarnung und wo der Präsident drin ist, Air Force One. Heißt, glaube ich, so, oder? Schon gestartet, da war der Präsident drin, ich kann euch gar nicht sagen, wer damals Präsident war. Alle Alarmanlagen waren da, alle Vorkehrungen getroffen, die anderen Leute waren in den Bunkern ganz tief eingebunden und so weiter. Das wurde alles gezeigt im Discovery Channel. Und dann kam der interessanteste Satz. Und die haben auch genau berechnet, die Messergebnisse auch gezeigt, wie stark dieser EMP, das ist ja ein elektromagnetischer Impuls, ja, mit dem man bekanntlich die Elektronik zerstören kann. Ja, der war da und hätte 3, 4 Sekunden später die Erde treffen müssen. Dann hatte also schon wie in so einem Reflex die Augen schon zu und aber gewartet, was passiert. Und jetzt kommt das Spannendste daran und sagte der Moderator oder Kommentator auch, sagte, und was passierte? Nichts. Wie, als wenn die Hand Gottes angelegt hätte, das verschoben hätte, es war, als wenn es gar nicht gegeben hätte. Überlegt euch bitte das mal. Ja, das hat es genau so gegeben. Und ich könnte euch eine ganze Menge andere von diesen Dingen erzählen. Ich kann euch sagen, das ahnt ihr wahrscheinlich, weil ich es in diesem Kontext jetzt berichte oder erzähle,
schon gegeben. Das hat, in der einen Variante ist das passiert, ja, auf einer Erde sowieso, die jetzt auch noch da ist, aber in einer anderen Variation, wie wir uns vorstellen können. Dadurch sind dann die Folgen natürlich, die damit entstehen, auch mit verbunden. Ja, und auf der Erde, wo wir hier jetzt gerade sind, ist das nicht passiert. Versteht ihr? Also da war es schon mal auch ein Splitting gegeben. Und davon gibt es ein paar, davon habe ich es in den letzten Wochen gehört, dass es ein paar davon gab. Da sind sogar die genauen Angaben, wann das passierte. Und jetzt steht unmittelbar genau das nochmal vor, zeitlich genau zugeordnet. Also in hohen Regierungskreisen ist das bekannt. Ja, das Militär weiß das. Nicht jeder vom Militär natürlich. Das wissen natürlich nur wenige Leute. Und es wird sogar erklärt, dass sowas wie NSA und CIA und so weiter auch dafür da sind, dass die Leute nicht hysterisch werden. Das glaube ich so nicht, zumindest nicht ganz, aber so wird gerechtfertigt, dass man den Aufwand, den gigantischen Aufwand betrieben hat, auch UFOs, das Thema UFOs, ins Lächerliche zu ziehen. Weil die spielen eine ganz entscheidende Rolle dabei. Denn eine Geschichte dürfen wir nicht vergessen. Der Roosevelt-Fall, der Klassiker sozusagen, wo UFOs das erste Mal in Erscheinung traten, vorher so gut wie gar nicht, war ja über Area 51, ja, in Nevada. Da gab es dann diesen Vorfall. Und was wir eigentlich gar nicht wissen, was ich auch erst später erfahren habe, ist, dass die Amerikaner dieses Objekt abgeschossen haben. Und dass dadurch natürlich Sachen in Erscheinung traten. Warte mal. Dieser Aufwand sehr groß gewesen ist, um das Ganze geheim zu halten, kann man sich vorstellen. Aber der wichtigste Punkt ist eigentlich der, dass es durch die ersten Kernspaltungsexperimente, die gemacht wurden, gab es ja damals. Und das größte Atombombengeschwader war in der Area 51, das ist Fakt. Ja. Wussten aber nicht viele, aber heute weiß man das. Und die haben genau geguckt und mitgekriegt, was da ist, sozusagen aus verschiedenen Dimensionen oder Universen oder wo auch immer her angekommen, weil, und das weiß ich explizit aus allererster Quelle, wir faktisch durch jede Kernspaltung das Raumzeitgefüge zerreißen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nicht lokal begrenzt auf unsere Erde hier, sondern das geht über die Multiwelten hinaus. Und das ist ein unfassbarer Schaden, der angerichtet wurde. Und daraufhin sind diese ganzen, wenn man so will, UFOs, die eigentlich IFOs sind, also identifizierte Flugobjekte, vermehrt auf Atomreaktoren zu sehen sind. 80-90% sind genau dort zu sehen oder da, wo die Sprengköpfe sind, dass wir ja gar nicht wissen, wo die versteckt sind. Aber da genau halten die sich auf und wollen genau irgendwie versuchen, da was zu machen, das zu verhindern, dass es nochmal passiert. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und da kann man sich natürlich auch drin verlaufen. Ja, aber ich will darauf zurückkommen, es geht um die Timelines. Und selbst hier die Verbindung mit Timelines ist also jetzt eine ganz fatale Geschichte, dass auf Erde 2 es wohl doch so aussieht, das ist das, ich gebe euch die Essenz des Aktuellsten, es diese ganzen Kernspaltungsgeschichten schon gar nicht mehr gibt. Weil wir brauchen doch gar keine Kernspaltung. Das kommt in der Natur doch gar nicht in der Form vor. Ja? Nicht in der Form, ich wiederhole, betone in der Form. Wir haben natürlich Spaltungsprozesse im Kosmos auch, aber da sind sie eingebunden über Gravitationsereignisse, wie zum Beispiel in der Sonne und so weiter. Das ist, was hier jetzt passiert, ich wiederhole das jetzt das dritte Mal, wirklich kosmisch orchestriert. Wir haben ja noch die ganzen anderen Themen, wie zum Beispiel die ganze künstliche Strahlung, die jetzt auch nochmal verstärkt werden soll mittels des neuen Mobilfunknetzes. Das ist ja auch ein Thema, das da mit reinspielt. Dann eventuelle Mikrochips, die uns implantiert werden sollen, was ja auch irgendwo einen Einfluss dann hat, wie wir dann künftig als Mensch strahlen oder auf unsere Umwelt einwirken oder auch untereinander als Resonanzwesen. Wie siehst du das in dem Kontext? Wie spielt das da mit rein, mit dem, was du gerade gesagt hast, in puncto Kernspaltung, dass das auch irgendwo von bestimmten Kräften verhindert werden soll? Also ist es das, was wir, glaube ich, alle wahrnehmen. Ja, also das ist da dieses ganz einfache Konzept und doch faktisch vorhandene Konzept von Gut und Böse. Wobei wir voraussetzen und wissen, dass Gut ja immer so sehr Subjektives ist eigentlich. Und das Böse ja auch. Ja, es ist immer gebunden an etwas. Und da haben wir einmal das Thema, ohne Täler hätten wir keine Berge. Ja, also die Erfahrung, das definiert das eine, das definiert das andere. Insofern sind es auf einer höheren Ebene, auf einer sehr hohen Ebene, sind das Protagonisten, die jeweils Rollenspiele übernehmen. Ja.
und da sozusagen, um Erfahrung zu machen, um letztlich aber auch final die Göttlichkeit in jedem selber zu erkennen und damit wieder nach Hause zu gehen, zur Quelle zurück und so weiter. Das ist das Rollenspiel von ganz oben. Was nicht heißen soll, ich lasse mir hier also alles Mögliche gefallen, um Gottes Willen. Ja, und das sehen wir ja gerade. Wir sind hier herausgefordert, selber auch den Mund aufzumachen und zu sagen, stopp. Und die Haltung, die wir annehmen müssen, ganz klar, nicht nur dem Motto, was soll's, sehr viele Menschen haben diese Haltung, die sind paralysiert im Moment und werden immer destruktiver. Aber es ist jetzt gerade wichtig, ganz klare Positionen zu beziehen und nicht einfach nur in den Zustand der Meditation zu gehen oder in den Zustand der Visualisation für Erde 2 und dem Motto, ich kümmere mich schon gar nicht mehr um die Erde 1. Ich glaube, das kann man missverstehen und das erkennt ihr auch. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass ich das nochmal betone. Eine klare Position beziehen. Es sind im Grunde genommen alles, was du gerade gesagt hast, Alarmglocks. Ja? Auch selbst diese, für mich die schrecklichsten Dinge, wenn diese Impfungen kommen. Das ist, ich habe sogar vor ein paar Tagen gesagt, dann haben wir verloren. Ja? Also das ist auch eine Haltung aus Erde 1 noch gesehen oder geschuldet. Aber wir sind diejenigen, die immer noch bestimmen können und viel mehr Macht haben als jedes andere Regierungswesen, was nicht von dieser göttlichen Macht gebraucht macht, sondern wo Systeme wie Profitmaximierung, Macht im Sinne von Erhaltung der Systeme und dass auch neue Technologien wie freie Energie nicht durchkommen und so weiter, wo das aufrechterhalten wird soll, das wird ja zerbrechen, in sich selbst zerbrechen. Wir mit unserer göttlichen Energie, die jeder potenziell ja hat, auch von den anderen, machen da ja von Gebrauch. Mit anderen Worten, wenn wir manifestieren und in die Freude gehen, ja, dann haben wir alles selber in der Hand. Das Hindernis ist natürlich jetzt, versuch mal in die Freude zu gehen, wo es dir gerade nach außen nicht sehr dreckig geht. Ich bringe immer dieses Beispiel, sag mal einem manisch-depressiven, die Lösung ist ganz einfach, geh einfach in die Freude, dann hast du keine Depression mehr. Da beißt sich die Katze scheinbar in den Schwanz. Aber diesen Circulus Vitiosus, den können wir durchbrechen und wir können nicht nur, wir sollten ihn, wir müssen ihn im Grunde genommen durchbrechen. Das ist der Punkt, wo es nur noch darum geht, bleiben wir auf 1 oder gehen wir auf 2? Jetzt müssen wir aufstehen, gerade stehen, das meine ich mit Haltung annehmen, Position beziehen. Wo stehe ich, was möchte ich, was vertrete ich? Ich glaube, das kam gut rüber, oder? Total, ja, ja, super. Du sprichst mir da wirklich aus dem Herzen, weil ich empfinde das irgendwie auch als Balanceakt. Einerseits wirklich Stellung zu beziehen, aber ohne wiederum jetzt da in Resonanz oder in Angstfelder viel zu tief einzutauchen, womit wir ja dann wieder das manifestieren würden, was wir nicht wollen. Genau, das ist, wie du vorher gesagt hast, eben mit dem Herzen diesen leeren Raum einfach eben füllen. Und das ist die Haltung, die wir selber annehmen für unser Wirken, hier jetzt auf der Ebene, wo jeder für sich steht. Dieses Selbst stehen können, das ist, glaube ich, so das Magische dran, dass wir uns dafür selber entscheiden dürfen, in die Erde 2 uns zu begeben. Ja, weil wir einfach... Dabei nicht vergessen, das wäre die nächste Falle geradezu. Ja. Dass es nicht darum geht, gegen etwas zu sein. Das Gegen erzeugt automatisch immer auch den Gegendruck. Ja, ich glaube, das können wir gut nachvollziehen. Und ich erinnere mich noch, ich bin auf einem großen Kongressvortrag, nach einem großen Kongressvortrag an der Aula der Maximilians-Universität in München gefragt worden von einem Journalisten, von Münchner Merkur, glaube ich. Er sagte, ja, Bröst, das ist ja alles schön und gut, was Sie da sagen, aber was ist denn jetzt mit Chemtrails und was ist mit 5G gab es damals in der Form nicht. Was ist mit WLAN-Frequenzen und Handy-Frequenzen? Sie erwähnen, Sie haben kein Handy und wissen genau, warum Sie kein Handy haben. Und jetzt beziehen Sie doch mal eine Position. Und da habe ich ihn angelächelt und habe gesagt, wenn Sie meinen Vortrag verstanden hätten oder ihn vollständig verinnerlicht hätten oder noch nicht mal verinnerlicht, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber es war der Tenor, verstanden hätten, glaube ich, dann wüssten Sie, dass ich nicht gegen etwas bin, sondern ich bin für das Leben. Ja, weil in die Falle dürfen wir nicht tappen. Das Druck erzeugt nun mal Gegendruck. Das ist nicht die Lösung. Das große Geheimnis aus Avalon, ja, also diese Artus-Geschichte mit Merlin und so weiter, ich habe die nie gelesen. Aber ich habe irgendwo intuitiv erkannt, meine Tochter kannte sich da super aus und viele Freunde von mir auch. Und die erzählten mir dann so ein bisschen was.
Und da ging es ja letztlich darum, dass Artus mit seinen Mannen versucht hat, gegen das Böse anzugehen. Das personifizierte Böse, vertreten durch irgendeine magische Hexe oder Dämonin. Alles, was sie taten, wirklich alles, was sie taten, funktionierte nicht. Es wurde immer schlimmer. Wie Medusa, ja, also ein Kopf ab, der nächste, zwei neue kamen. Und dann war die Lösung letztlich der oder die. In dem Moment, wo sie dann hinging mit Merlin und Konsorten da und sagten, wir sind jetzt da und beenden das Ganze. Und sie lachte und sagte, was habt ihr euch denn diesmal einfallen lassen? Und Artus sagte einfach, wir werden uns jetzt umdrehen und dich einfach vergessen. Löse es damit auf. Ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, die Gratwanderung steht zwischen Fatalismus unter dem Motto vergessen, ignorieren und alles ist sowieso so, wie es sein soll, die nächste Falle, und eine klare Position, die ich beziehe. Aber die Position darf nicht, wenn man sich eine Lösung wünscht, dann darf sie nicht. Sie kann schon und darf schon, aber man muss sich im Klaren sein, dass die Haltung die sein soll, dass ich nicht gegen etwas, sondern für etwas bin. Das Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass man das wirklich auch betont. Es geht um das Leben, ja. Dadurch entlarven sich ja die Handschriften der Spieler, die hier auf dem Spielbrett sind. Die einen Kräfte, die irgendwie für das Leben sind, schlichtweg das Leben auch verkörpern, also wie Menschen. Und dann gibt es eben dann auch noch so diese anderen Kräfte, so, das geht dann in Richtung künstliche Intelligenz, was eben nicht beseelt ist, was irgendwie das Leben auch irgendwie zerstören will. Ne? Also das ist das, was ich da so irgendwie rauslese. Die Antischöpfung, gell? Irgendwie fast schon. Ja. Mhm. Und da spricht ja auch genau meine, wow, ich sag mal vorsichtig, Traumata-Themen an. Ja, ich sag mal bewusst vorsichtig, Traumata. Also es sind die übelsten Dinge, die ich mir vorstellen kann in meiner Fantasie. Vielleicht kann ich mir noch mehr vorstellen, will ich aber gar nicht. Aber wenn es um das geht, was KI betrifft, das ganze Thema KI, ist das so diabolisch. Es ist wirklich Seelenlosigkeit und letztlich über die Seelenlosigkeit kann man die KI, die ohnehin sich ja schon fast verselbstständigt hat, ja gar nicht in die Haftung nehmen. Geht doch gar nicht. Sie tun aus ihrer Sicht das Richtige, das Beste. Und sind uns haushoch überlegen, intellektuell oder was die Intelligenz betrifft, die Verarbeitungsprozesse haushoch überlegen. Aber wir haben etwas, was sie nicht haben und was sie sich auch gar nicht herleiten können. Unsere Schöpfungskraft, die nur möglich ist, indem wir die Emotionen haben und die Vorstellungskraft haben. Computer, künstliche Intelligenz, Elektronenrechner, wie sie früher genannt wurden, es sind die Elektronen, die dort agieren, haben insofern keine Anbindung an die oberste Seele, an den Wesenskern, wie ich es ganz gerne nenne, haben sie nicht und können deswegen nichts manifestieren. Viele Entitäten, sogenannte Außerirdische, beneiden uns darum und sagen, wir hatten das mal, haben es jetzt eingebüßt, weil wir zu verkopft wurden und haben damit die ganzen Endokrinsysteme so runtergefahren, dass wir gar keine Emotionen mehr bekommen können. Und die brauchen wir zu manifestieren. Und davon sollten wir Gebrauch machen. Solange wir noch in der Lage sind, Freude zu empfinden, und das sind wir, glaube ich, alle, die brauchen wir natürlich, haben wir das selber in der Hand und entscheiden selber, wo es lang gehen soll. Absolut. Ich finde, eine Stärke von uns Menschen ist ja auch, dass wir uns verbinden können. Und dadurch geraten wir in eine positive Resonanz und erschaffen dadurch auch, denke ich jetzt mal, eine positive Zeitlinie. Dadurch, dass wir eben in diese freudvollen Stimmungen geraten und dadurch, dass eben auch aus dem Herzen heraus diese Resonanzen entstehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses ganze Social Distancing, das wir gerade erleben, irgendwie auch zum ganzen Plan dazu gehört, diese Resonanzen ein Stück weit auch zu unterbinden. Wie nimmst du das wahr? Ich finde, das ist irgendwie auch wieder so eindimensional gedacht, weil Menschen verbinden sich ja trotzdem. Menschen verbinden sich über Gedanken, über Erinnerungen, über Gespräche. Also man muss ja nicht unbedingt nur physisch zusammen sein, um in eine positive Resonanz zu kommen. Wie jetzt? Ich würde dich bitten, nochmal die Frage kompakt zu wiederholen. Hier ist nämlich gerade ein Auto vorbeigefahren. Das hat mich dann doch ein bisschen abgelenkt. Eigentlich dürfen hier gar keine Autos fahren. Strengstens verboten, da werden die Nummernschilder abgeschraubt. Deswegen... Gut, von sozialer Distanz, die hier stattfindet.
Und wo die Cori vorher gemeint hat, dass letztendlich einfach eben momentan irgendwie so die KI draußen einfach das Ganze inszeniert hat, damit einfach die Stimmung, die Schwingung der Menschen unten bleibt, eben durch diese Distanzierung, die aber teilweise ja gar nicht stattfindet, weil wir haben ja die Möglichkeit, eben die Räume zu betreten, wo wir unsere Herzen miteinander verbinden und austauschen, wie wir jetzt in dem Gespräch, wo wir das Glück haben, dich in Griechenland zu erreichen und dieses Gespräch hier führen zu dürfen, und viele Menschen werden es dann sehen und werden einfach genau dieses Aha-Erlebnis auch haben, das wir jetzt gerade gehabt haben. Und wie empfindest du das? Oder wie war die Frage genau? Ja, also du hast ja auch schon zu Anfang gesagt, du bist ja in erster Linie Mensch. Und ich fand es so schön, weil darum geht es ja, dass wir unsere Menschlichkeit leben und uns auch miteinander in positive Resonanzen begeben, dadurch, dass wir Synergien schaffen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die eine Seite, also die Zeitlinie, die in Richtung Erde 1 geht, dass da irgendwie über dieses Social Distancing und so weiter versucht werden soll, diese ganzen positiven Resonanzen ein bisschen einzudämmen, um das andere eben mehr in den Vordergrund zu bringen. Ja. Wohingegen, das, wie du sagst, das ist irgendwie gar nicht nötig, weil dadurch, dass wir kreative Wesen sind, finden wir immer Wege, um uns auf Herzebene zu verbinden, auch wenn wir nicht physisch zusammen sind. Mhm. Und das ist eben wiederum etwas, was die Entwicklung in Richtung Erde 2 gar nicht aufhalten kann. Weil unsere Kreativität ist im Endeffekt grenzenlos. Wie nimmst du das wahr, diese beiden Ebenen auf der Seite? Also zunächst mal, um es vielleicht noch mehr zu verdeutlichen, Erde 2 existiert ja bereits. Okay? Die Frage ist ja eigentlich nur, welchen Fuß ziehen wir weg? Ja, genau. Okay. Ja. Gut, das hilft ein bisschen. Ja? Ja. Und das ist natürlich so, ich bleibe mal dabei bei der Vorstellung der dunklen Seite. Rein faktisch sind es eigentlich die Verhinderer, die das verhindern wollen. Ja, so ist es sachlicher, glaube ich, dargestellt, weil dunkel ja auch sowas sehr Subjektives ist. Aber das Gute an sich gibt es schon. Das Gute an sich gibt es in der Form, es ist die pure Liebe. Ja, also damit ist das auch beantwortet, dass es sowas wirklich gibt. Und ich glaube, das stellt auch niemand in Frage, der noch ein lebendiges Herz in der Brust schlagen hat. Also natürlich will all das, was eben nicht Licht ist, genau das verhindern, dass wir genau diesen Schritt gehen. Das habe ich die letzten 40 Jahre in meinem Leben beobachtet. Immer dann, wenn ich irgendwo eine Ebene erreicht habe, wo ich fast schon einen erleuchtungsähnlichen Zustand mehr oder weniger erwartet und erfahren habe. Ich war teilweise ganz kurz davor und da kam mir irgendetwas. Okay? Also es ging zum Schluss schon auf Ebenen, wo dann plötzlich Leute vor der Tür standen, da war es die Steuerfahndung. Die haben letztlich nichts gefunden, aber die haben mich erst mal 10 Tage, 14 Tage völlig aus der Bahn geschmissen. Und ich war ganz kurz davor, eine ganz hohe Ebene zu erreichen. Also ich habe es irgendwann durchschaut, dieses Spiel. Ich könnte es jetzt mit 5, 6 anderen Beispielen noch untermauern, dass das einfach mal die Gegenseite ist, die genau das verhindern möchte, dass das passiert. Da stelle ich mir die Frage gar nicht, warum die das so wollen. Das ist, glaube ich, gar nicht erheblich, sondern die Frage ist eigentlich nur, lasse ich das zu? Durchschaue ich das? Ja. Und das war nicht einfach zugegeben. Und deswegen habe ich auch das drastischste Beispiel genommen. Wenn die Steuerfahndung da ist, dann ist das etwas, da kommst du dir vor, wie zur alten Gestapo-Zeit. Ja, du darfst dich im Raum da nicht mehr bewegen. Es sind deine Räume. Dann ist immer einer da, der bis zur Toilette geht. Ja, dass du nur nichts wegräumst. Die Konten sind blockiert und so weiter. Da noch Ruhe zu bewahren, das ist schon eine meisterliche Herausforderung. Aber gut, in den Momenten war ich natürlich auch weg. Aber das ist doch relativ klar und immer einfacher. Für uns alle letztlich. Gerade jetzt vor allen Dingen, wo wir solche extremen Bedingungen haben, die ja scheinbar das Ganze verhindern wollen. So wage ich mich mal aus dem Fenster. So sieht das aus. Aber genau damit haben wir auch die größte Chance. Weil wir haben jetzt nicht mehr die Ausreden, oh, ich muss noch den besuchen, ich muss noch da und dann muss ich zum Friseur. Und vergiss es, jetzt haben wir die Chance, diese Selbstreflexion vorzunehmen, diese Innenschau, wie ich sie nenne, zu betreiben, um genau abzugleichen, was möchte ich denn wirklich? Nicht im Sinne von, was will ich nicht, das habe ich schon gesagt, sondern wo geht mein Herz auf? Und dann bin ich automatisch, aktiviere sozusagen den Weg zu Erde 2 und löse damit zunehmend mehr meinen Fuß von Erde 1. Mhm. Versteht ihr? Jetzt kann man natürlich daherkommen und sagen, du lässt uns hier einfach im Stich auf Erde 1. Aber nicht vergessen, jeder hat diese Chance, Chancengleichheit, und viele wollen einfach nicht zwangsbeglückt werden. Mhm. Und ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht.
Wir haben bedingt, und das tun wir ja jetzt, was wir hier tun, ist so etwas, wo wir sagen können, das ist noch nicht mal grenzwertig, ja, zur Zwangsbeglückung, ja, ich bleib mal bei dieser Formulierung, weil sie sich ein bisschen schräg anhört, sondern wir klären auf, ja, um sozusagen zu erkennen, welches Potenzial wir in uns tragen und welche Option das eben ist, die wir kaum nutzen, weil wir eben nicht alles darüber wissen. Wir wussten es alles, haben es in uns, aber wir haben es irgendwie vergessen. Und so sehe ich mich eigentlich am liebsten als ein Erinnerer. Ja, ich bin derjenige, der erinnert und sagt, guck mal an, wie göttlich du bist, aber jetzt fang mal was damit an. Jetzt komm mal in die Puschen, weil wir haben so viele Chancen gehabt, so viele Alarmglocken haben schon geklingelt. Und das hier, das fühle ich ganz deutlich, auch da wo lehne ich mich weit aus dem Fenster, stehe ich aber zu, als die letzte und größte Herausforderung der Menschheit. Danke dafür, weil das hast du auch eingangs erwähnt, nämlich eben das große Vergessen, das stattfindet, dass wir damit auch eben genau das umgehen, indem wir dieses Gespräch zum Beispiel führen und dieses Wissen weitergeben. Gibt es aus deiner Sicht irgendwo so ein Zeitfenster, so wie jetzt? Also ich habe das Gefühl, jetzt ist ein Zeitfenster. Ich habe öfter schon gehört, innerhalb der nächsten paar Jahre bis 2025 sollen wir uns alle gut auf den Weg machen, weil dann ist vielleicht irgendwie die Strahlung, die kosmische so stark, dass das Bewusstsein sowieso irgendwo schon so positiv beeinflusst wird, dass wir uns alle irgendwo auf Erde 2 wiederfinden, hoffentlich bis auf die halt dann auf Erde 1 bleiben wollen. Gibt es da irgendwie so ein Zeitfenster oder ist es ein Entwicklungsprozess, der einfach stattfindet, der sowieso ist, egal wie man das benennt? Die Frage ist wichtig. Sie ist von der Antwort her, die jetzt gleich kommt von mir, zweischneidig. Aber auch nur deswegen, weil wir immer noch im Verstand sind, sie zu erklären oder zu erkennen. Damit soll heißen, wenn wir jetzt kommen und sagen, wann passiert es? Ist es jetzt nächste Woche oder passiert es in 3 Jahren, wie du ja gerade gesagt hast? Dann vergessen wir, und da bringen wir mal in Erinnerung, was am Anfang kam, was eigentlich Zeit wirklich ist. Ja? Es ist eine Wahrnehmungsgeschichte und wenn wir Kalender abreißen, die Blätter, die es ja immer noch gibt, Kalenderblätter und sagen, guck mal, hier ist es ja nun passiert, heute ist der Tag und eben nicht gestern oder vorgestern. Und daran können wir die Zeit ja auch festmachen. Und trotzdem besteht die Gefahr da drin, dass wir einfach immer noch der Meinung sind, wir haben ja dann doch noch ein bisschen Zeit. Versteht ihr? Wir können es noch ein bisschen aufschieben. In die Falle dürfen wir nicht tappen. Ganz wichtig. Wir sollten davon ausgehen, dass es jetzt ist. Und ja, ich glaube, ihr spürt ganz genau, was ich damit meine. Das ist der wichtigste Punkt. Das ist die größte Herausforderung. Weil wir sind immer noch ein bisschen, ich mag das Wort Komfortzone nicht so gern, aber immer noch so in der Haltung, naja, notfalls holen uns die Außerirdischen ab und bringen uns auf einen anderen Planeten. Oder das gibt ja die unfassbarsten Konzepte, ja, und sind aber alles nur so Hilfskonzepte, weil wir nicht akzeptieren wollen, dass wir jetzt, jeder Einzelne von uns gefordert werden. Jeder. Und nicht morgen, auch nicht heute Abend, sondern jetzt. Ja, und das ist die Falle, deswegen sagte ich zweischneidig, wenn wir sagen, na gut, dann haben wir ja, wenn es nächstes Jahr passiert oder in 5 Jahren, das ist ja nur ein bisschen Zeit, wir wachsen quasi hinein. Geht da bitte nicht von aus. Ich verstehe, warum ich das so formuliere, ja. Total, ja, weil das ist ja der Grund, wir arbeiten momentan wirklich, ich weiß nicht, von früh bis abends, weil es einfach so viel jetzt zu tun gibt und wir jetzt tun dürfen und tun können, dass ja der Augenblick entscheidend ist. Wir fühlen es auch so. Danke für diese Antwort. Mhm. Ich würde auch noch gerne ein bisschen in diese Schwingungsebene eintauchen, wie wir denn jetzt bewusst auf unsere Umwelt durch unsere Schwingungen einwirken können. Du hast angesprochen, der Zustand der Freude, der Liebe, der Ekstase. Welche Methoden wendest du an, um da reinzukommen? Geht es bei dir in... Gibt es da irgendwelche Methoden, die du anwendest? Ja. Und ich glaube, dass Wichtige dabei ist, dass ich euch erkläre oder daran erinnere, dass unabhängig, wo wir sind, das Wo ist entscheidend auch dafür, ob ich mich wohlfühle. Insofern ist es nicht ganz unwichtig. Also der sogenannte Ort sollte der sein, wo ich mich wirklich wohlfühle. Und den können wir uns ja teilweise noch aussuchen. Okay? Aber
mein Wissen, und darauf will ich jetzt hinaus, mein Wissen und nicht nur Wissen als intellektuelles Wissen. Mit dem Motto, das ist jetzt der Wissenschaftler, der das jetzt wissenschaftlich herleiten und berechnen kann. Darüber, aber auch auf der innersten Ebene, ja, dass das so ist, was ich wissenschaftlich auch herleiten könnte, ist etwas, das in dem Moment, wo ich in einer Grundhaltung bin, die einfach in der Freude ist, ganz einfach in der echten Freude. Ich unterscheide ja zwischen Spaß und Freude. Spaß ist die Freude des Verstandes, der sagt, wow, ist aber toll, jetzt freue ich mich aber. Das ist nicht die Freude. Die Freude ist, wenn du irgendein Geräusch aussendest, ja, und das nicht vom Verstand kommt, wo du einfach eine Ekstase bekommst oder hast. Und in dem Moment, wo du sagst, jetzt freue ich mich, aber bist schon wieder aus der Freude. Also all das, was dich in die Freude bringt, ist Liebesenergie. Ich mache da keinen Zustand, keinen Unterschied. Liebe ist Freude in Nation oder umgekehrt und so weiter. Dann, da die Zustände der Freude, alleine auf der Schwingungsebene, du hast von Frequenzen und Strahlen gesprochen, das kann man sogar messen, welche Frequenzen und in welcher Form die Frequenzen, man spricht von einer Kohärenz, ja, wie gleichschwingend, wie ein Laserstrahl, sie sozusagen von uns weichen oder uns entweichen und non-lokal mit allen, das ganze Universum übrigens, nicht nur hier auf der Erde, uns alle anderen erfüllt, die in den ähnlichen Bereich kommen. Ähnlich deswegen, weil das wäre ja gar nicht so von Vorteil. Wo wäre der Nutzen? Ich hoffe, dass das mal an der Stelle zulässig ist, hier von einem Nutzen zu sprechen, im Sinne der Effektivität, wenn ohnehin alle in Freude sind, einfach mal noch eine Freude hinzuzugeben. Jetzt geht es doch darum, die anderen, die eben noch nicht so sehr in der Freude sind, noch mit hineinzuholen in die Freude. Versteht ihr? In der Physik nennt man das den Einschwingvorgang. Den kann man sehr schön messen. Ja, ich habe ihn an der Universität damals im Klinikum messen können, mit Probanden, ich war selber einer von den Probanden, wo man festgestellt hat, wenn du zum Beispiel eine Frequenz, dominierende Gehirnfrequenz hattest oder Herzfrequenz in einem bestimmten Bereich hattest und von außen versucht hast, mit ähnlichen Frequenzen, ähnlichen, nicht gleichen, sie zu beeinflussen, dann hast du sie sozusagen ziehen können in die jeweilige Richtung. Du konntest jemanden sozusagen auch in die Freude bringen oder auch in die Traurigkeit bringen. Man muss sich das mal vorstellen. Aber wenn die Frequenzen zu weit auseinander lagen, ja, dann hast du niemanden erreichen können. Dann passiert es nicht. Das heißt, in dem Moment, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, in dem Moment, wo wir nur im Zustand der Freude sind, darum sollten wir uns eigentlich kümmern. Okay? Gar nicht, wodurch kommt die Freude zustande. Freude ist Freude. Da fragt die Liebe nicht nach, warum liebst du jetzt? Ja, also das ist einfach klar. In dem Moment geben wir alle, die noch nicht ganz da sind, unterstützen sie. Im Verhältnis von 1 zu 100 wahrscheinlich sogar. Ja, also vielleicht sogar noch viel größer. Und das ist das Beste, was wir tun können. Das hat Nietzsche zum Beispiel im Zarathustra so schön beschrieben. Der da runterkam als Erleuchteter und wollte sozusagen alles mit runterbringen in die Stadt. Und ist dann unterwegs angehalten worden von einem Ziegenhirn und sagte, Meister, ich sehe, du bist erleuchtet, du weißt alles und du bist voller Liebe. Warum bleibst du nicht oben auf dem Berg? Und er sagte, nein, ich möchte das Wissen runtertragen und ich möchte alle darüber informieren. Summa summarum war er dann unten und hat nach ein paar Jahren alles vergessen und es war alles weg. Also das ist auch der Sinn, warum es diese Klöster gibt, im hehren Sinne, so waren sie mal angedacht, ja, dass sozusagen Menschen sich darum kümmern, dass die Schwingung auf der Welt gehalten wird. So wie das Delfine und Wale übrigens auch tun. Ja? Sonst wäre das vieles von denen hier, was wir sehen, gar nicht möglich. Ja? Also kürzeste Antwort auf deine Frage, wenn wir uns um unsere Freude kümmern, dann geben wir automatisch der ganzen Welt das, was sie braucht. Wunderschön. Und das kann ich physikalisch sogar noch herleiten. Also, wenn das mal so schön, so einfach ginge, letztlich ist das so einfach. Genau. Wenn Liebe schwer sein müsste, ja, dann haben wir irgendein Problem. Da haben wir es übersehen. Liebe ist nicht schwer zu ertragen. Liebe ist ja der Grundzustand des Seins. Die müssen wir doch nicht erarbeiten oder erstellen. Hingabe. Bedingungslose Hingabe. Und nicht nach dem Motto, ich liebe dich, Schatz, aber wir, du bringst heute Abend die Mülleimer nicht runter. Also, steht keine Bedingung. Okay? Yeah. Also wir kommen hier wirklich aufs Wesentliche zurück. Ja, genau, ja. Auf den Ursprung. Nämlich das, was wirklich unsere Menschlichkeit ausmacht. Ja,
Und ich finde, das ist wirklich der schönste Nebeneffekt dieser ganzen Verordnungen und Maßnahmen, die gerade hier die Erde umtreiben, dass wir letztendlich durch all dieses Distancing mehr zueinander wiederfinden. Also das ist, was ich irgendwie so erlebe auch. Dass wir wieder mehr die Nähe suchen auch zu anderen Menschen. Ja. Die wirklich bedeutungsvolle Verbindung. Das ist so. Und vielleicht ist es hilfreich, das war eines der hilfreichsten Versuchsergebnisse, denen ich beiwohnen durfte. Und zwar, kann ich das auch recherchieren, aber wenn du es mit eigenen Augen erlebst, ist das schon doch noch was anderes. Also wenn Menschen, 2 > 2 beliebig, 100 oder 1000, zusammen waren in einem Raum und haben eine bestimmte Energie aufgebaut, wo sie einfach nur eine Übereinkunft erzielt haben. Da müssen sie nicht gerade sich alle umarmt haben, aber umso mehr dieses Umarmen, ob nun innerlich oder faktisch, das mag dahingestellt sein, aber je mehr sie sozusagen sich angefreundet haben, ja, konntest du sehen, dass die, wenn sie dann sich getrennt haben, meinetwegen war das jetzt in Würzburg und die Leute sind dann nach Johannesburg zurückgeflogen und nach Mexico City und wie auch immer, sowas konnte man messen, waren die miteinander verbunden, auf Lebenszeit, unmittelbar. Also stellt euch das bitte mal vor, was da so passiert. Okay, und jetzt ist das nicht nur örtlich, könnte dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Es ist sogar, ist in jedem Fall auch so, dass wir die anderen nicht unbedingt gleich umarmen müssen. Ja, nun haben wir ein Corona-Thema mit der Umarmung, aber ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern, sonst verlasse ich die Metaebene. Aber ich glaube, ihr ahnt, was ich jetzt hätte sagen wollen. Wunderbar, ich bin glücklich. In dem Moment, wo wir, und das ist ja das, was wir jetzt alle miteinander machen können, diese Innenschau zu betreiben. Optimal ist es mit 2 Menschen, die sich ohnehin lieben. Bei euch zum Beispiel sieht man das. Ihr schaut euch einfach gegenseitig in die Augen, setzt euch hin mit der Haltung, dem Auftrag, den ihr euch selber erteilt. Jetzt bauen wir diesen Zustand auf, der Freude, der Liebe, über Atemtechnik einfach in die Augen schauen und dann folgt einfach den Bildern, die dann kommen. Haltet die einfach. Da müssen noch nicht mal Bilder kommen, aber sie werden kommen. Und das sind die Dinge, die Erde 2 sozusagen festigen. Und wir nehmen alle anderen, die in den Näherungsbereich, das wiederhole ich nochmal, jemand, der nicht will, wie die Blake sagte, die wollten festhalten, werdet ihr nicht erreichen können damit. Aber alle, die so auf der Kippe stehen, die schon. Und das sind eine Menge. Ja. Vielen lieben Dank, lieber Dieter, dass wir heute einfach die Möglichkeit haben, mit dir gemeinsam viele, viele Menschen einfach in dem Augenblick, in dem Gefühl zu halten. Mhm. Danke dafür. Das hat mich jetzt so erfreut, das erfreut mich immer noch. Und unter den Bedingungen, das war natürlich recht störend, hier waren auf einmal Bauarbeiter, die gibt es hier sonst gar nicht. Die wollten hier gerade anfangen, hier irgendwas zu machen. Und das wäre jetzt, das hätte jetzt das Ganze canceln können müssen, weil mit Presslufthammern wollen die jetzt hier was bauen. Das ist jetzt aber irgendwie geglückt, dass die weggegangen sind. Aber ich bin sehr glücklich, dass es gegangen ist. Und wir haben Hilfe von oben gehabt. Unsere höheren Selbste haben da Hand angelegt quasi. Und ich bin sehr glücklich, dass es so gut gelaufen ist unter diesen Bedingungen. Ich möchte auf eins noch hinweisen. Gerade jetzt auch das wieder mit den sogenannten Veränderungsenergien, die es ja nun auch da gibt. Das durchschauen wir zunehmend mehr. Und ich glaube, darüber habe ich mich auch ausgelassen. Warum das jetzt ist, ob das jetzt auch wieder so ein Muster ist, möchte ich jetzt gar nicht kommentieren. Aber gerade jetzt in dieser finalen Zeit, wo ich nicht wie früher 13 Bücher geschrieben und 2 Dokumentarfilme produziert und viele Vorträge gehalten, Artikel geschrieben, das ist alles old school, wie man so schön sagt. Das ist alles, sind die old records. Es geht gar nicht mehr. Die Ereignisdichte ist so hoch, dass eher ich einen Artikel geschrieben habe oder gar ein Buch geschrieben habe, wo man, in der Regel brauche ich ein Jahr für ein Buch. Ja. Dann sind die Dinge schon, haben sich schon ereignet. Ja, ist überholt. Also deswegen habe ich bin gerade dabei, eine Hotline aufzubauen, wo ich aktuell alle paar Tage über die aktuellsten Dinge berichten möchte. Ich arbeite noch mit einigen Kollegen zusammen, das sind Wissenschaftler, die auch teilweise noch an Universitäten arbeiten, an diesem Thema arbeiten. Hochspirituell sind sie alle. Ja. Und da möchte ich euch den neuesten Stand rüberbringen. Also alleine, was das Heart-Mess-Institut zustande bringt, das kann ja messen, unsere Herzensenergie weltweit.
oder Global Coherence mit Roger Nelson, ehemalig von der Princeton University, wo du dann auch messen kannst, wow, wie weit sind wir denn jetzt schon mit unserer Energie und so weiter. Ich möchte jetzt nicht die anderen Namen auch noch aufzählen, aber da tun sich so viele Dinge gerade, teilweise stündlich neu, dass ich einfach mal aufgerufen bin, wie nie zuvor, jetzt so eine Hotline einzurichten. Und bedauerlicherweise, so soll das wahrscheinlich sein, es geht nicht anders, doch es hätte anders gehen können, sind jetzt alle meine Versuche fehlgeschlagen bisher, eine neue Dieter-Bröhr-Seite aufzubauen, eben die Seite, weil alle meine Namen mit alles, was mit Dieter Bröhrs zu tun hat, auf der Blackliste sind. Wer auch immer das zustande gebracht hat, aber es ist schwer, ich kann das im Moment noch nicht erstellen. Ich habe ein paar Profis angesetzt, ich habe ein paar wunderbare Menschen angesetzt, die sehr tief im Thema drin sind und die auch sagen, wir tun unser Bestes und wir werden es auch schaffen. Und wahrscheinlich muss ich da noch ein bisschen Liebesenergie ransetzen und ihr werdet in den nächsten Tagen mitgeteilt bekommen und ich hoffe, dass ihr mir dabei helft, dass ihr das vermittelt, wo die Hotline einzusehen ist. Ich habe nämlich zwei Geschenke für euch. Ich möchte euch Dinge kostenlos zur Verfügung stellen, Unterlagen zur Verfügung stellen, die ihr in der Form wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Das muss jetzt raus. Wie heißt es so schön? The secret is to give the secret. Oh, danke. Danke dafür, wow. Lieber Dieter. Dankeschön. Wow, danke. Von Herzen gern. Ihr seid so wunderbar. Das war mir so leicht, auch da in die Reflexion zu gehen. Und dafür danke ich euch. Und wir bleiben dabei. Wir bleiben bei uns und wir werden das weiter fortsetzen, würde ich mir wünschen. Oh ja, gerne. Sehr gerne. Total gerne. Dankeschön. Alles Liebe für euch.